Falls ihr die Hater mich im Geld schwimmt, man setzt sich mich an neue Tracks, sitzt Buffy an der MPC, und wir wollen nichts mit dir zu tun haben. Wenn ich was mach, dann mach ich's richtig. Nemo, Nemo, Grüße gehen raus, Alter. Fand ich sehr geil, die Reaktion von ihm. Also nicht die Reaction, sondern die Reaktion darauf. Auf mein Song mit Dizzy, auf den Nie Wieder Remix oder Nie Wieder Hommage. Darauf fand ich richtig nice. So, Nemo macht nicht die Musik, die ich mag, bin ich ganz ehrlich und offen mit euch so. Aber, Nemo hat manchmal schon so Flows, wo ich denke, krass, ein Homie von mir sagt mir bis heute noch, Nemo ist der krasseste Flower Deutschlands und versucht es mir oft einzutrichtern. Ich sage immer, Digga, ich fühle es nicht so, ich finde es schon krass so, aber es ist für mich nicht so. Wir schauen mal rein. Down. Down ist ein schöner Titel, Alter, der könnte im Moment meine Lebenslage beschreiben, Mann. Fängt an wie ein Film, Mann. Gemeinsam mit Nemo besuchten wir drei Kinder- und Jugendeinrichtungen, um unsere nächsten Generationen im Zusammenhalt, zu motivieren und zu stellen. Das ist halt genau, das wollte ich auch eigentlich auch im Intro sagen. Menschlich finde ich ihn, ich folge ihm nicht mal auf Instagram, muss ich auch ehrlicherweise gestehen, aber ich man hat manchmal so ein paar Statements von ihm gesehen, wo ich mir so gedacht habe, ey, der hat wirklich doch das Herz am rechten Fleck so. Es gab damals dieser Junge, wie hieß er nochmal? Vor 3 Jahren war das so, oder nur vor 4 Jahren oder so, der so hart gemobbt wurde von einem YouTuber. Oder der war selbst YouTuber und wurde von seiner Community so hart gemobbt, dass er in Streams gesagt hat, ich bring mich um. Und alle haben gesagt, ja, bring dich um und bleib um. Und alle haben ihn gemobbt und es war so das Opfer. Und Nemo hat dann irgendwann sich voll für ihn stark gemacht und so, ne? Eduard, genau. Eduard Schäfer, genau. Und das fand ich so stark, Alter. Da habe ich damals auch so seine Story gepostet, weiß ich noch. Und also von Nemo und habe gesagt, krasser Typ, so richtig geil. Und allein, was ich jetzt hier schon so lese, das passt halt zu dem, wie ich ihn menschlich einschätze. Wer ist das? Was ist das, eine Marke, Salin? Wegen seinem Anglerhut? Egal wie lang, wie lang das braucht, das sieht in dich rein, dann lass es raus. Geteiltes Sein, ist halbes Sein. Wie auf den Text. Okay, das sind die Leute, die in dem in der Einrichtung sind, okay? Was ist das für eine Einrichtung? Stand es da? Nee, ne? Jugendeinrichtung, okay? Könnte auch so Psychiatrie sein oder vielleicht ein Heim oder so, ne? Ja, nice, Alter, das ist nice, Mann, nice, allein schon die, musikalisch, bis jetzt ist es wieder nicht meins, könnte man voraussagen, so, aber allein dieses Ding dahinter, dass er da hingeht, so, allein, wenn ich wüsste, oder wenn ich mir ausmale, wie die sich da gefreut haben, dass allein Nemo da reinkommt. Egal wie lang, wie lang das braucht, das sieht in dich rein, dann lass es raus, geteiltes Leid, ist halbes Leid. Wie süß er noch auf den Text kommt, geteiltes Leid, ist halbes Leid. Ich bin mit dir down, down, down. Boah, schöne Message. Ich bin mit dir down, down, down. Richtig schöne Message. Ich bin mit dir down, down, down. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Da, 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 da. Melodie eigentlich schon. Doch, eigentlich ist es. Ich find's eigentlich auch ganz nice. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Ich bin mit dir down, down, down. Finde ich auch, es fühlt sich einfach gut an, wenn man scheiße drauf ist und weiß, sagt jemand, ey, egal wie das geht, ich bin mit dir down, Alter. Aber Digga, zieh doch bitte diese Balenciaga-Schuhe aus. Sind das nicht diese Balenciaga-Schuhe? Das sind doch diese Balenciaga-Schuhe, oder? Egal. Ich bin mit dir down, down, down. Down, so down. Selin, du schautest zu mir auf, jetzt schau ich zu dir auf. So viele von euch. Wer ist Selin? Wer ist nochmal Selin? Ich bin so down. Selin, du schautest zu mir auf. Jetzt schau ich zu dir auf. Ist es jemand, der gestorben ist? Ja, seine Mütze ist... Da steht Selin. Das ist mir klar. Das habe ich am Anfang schon gefragt. Aber wer ist Selin? Selin, du schautest zu mir auf. Jetzt schau ich zu dir auf. Down, down, so down. Selin, du schautest zu mir auf. Jetzt schau ich zu dir auf. So viele von euch schauen zu mir auf. Ich will nicht zu euch aufschauen. Ich will, dass ihr aus euch rauskommt. Ich will, dass... Ja, das ist halt mega nice geflowt, Alter. Das ist halt wirklich... Das ist mega... Mega geflowt. Down, 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 so down. Selin, du schautest zu mir.
Und so down, Salino, schaut es zu mir auf, so schau ich zu dir auf. Jetzt so viele schauen auf mich auf. Jock, jetzt schau ich zu dir auf. So viele von euch schauen zu mir auf. Ich will nicht zu euch aufschauen. Ich will, dass ihr aus euch rauskommt. Ich will, dass ihr euch bewegt habt. Auch das auf, dass er aufschauen auf rauskommt, reimt, mag ich auch. Es ist eigentlich gar kein Reim, aber. Ja, ist ein Fan, der gestorben ist, okay. Schaut zu mir auf, ich will nicht zu euch aufschauen. Ich will, dass ihr aus euch rauskommt. Ich will, dass ihr euch bewegt habt. Stimme hebt, dann nichts und niemand darf euch quälen. Digga, Message fett, Alter. Finde ich so fett. Finde ich fett. Ich finde, sowas motiviert auch mehr, als wenn man sagt, so, ich hab Klunke, ich hab Auto, ich hab Geld, ich hab Bitches, so. Das sind die richtigen Werte und die muss man pushen, so. Das finde ich gut. Ihr euch bewegt eure Stimme hebt dann nichts und niemand darf euch quälen. Nichts und niemand darf euch quälen. Geh und erzähl von deinem Leid, aber nein, fress es nicht in dich rein. Dein geteiltes Leid ist halbes Leid, wow. Geh und erzähl von dein Problem, fress nichts in dich rein. Du musst reden, red mit deinem... Alle Digga, das ist ja hart. Hat der schon mal Therapie so gemacht oder so? Oder hat der bestimmt, oder? Ich meine, natürlich gibt es auch Leute, die sowieso halt... Nemo ist scheinbar ganz offensichtlich ein... intelligentes, aufgewecktes Kerlchen und Köpfchen. Aber das ist hart therapeutisch und psychologisch. Und ich war auch schon immer einer, der viel geredet hat, aber so dieses nichts in mich reinfressen, alles erzählen und reden ist wichtig, habe ich halt umso mehr in der Therapie gelernt, so, ne? Und wie er float und das Ganze hier performt, ist top. Er erinnert mich gerade ein bisschen an Michael Jackson, wie er hier danced, Mann. Geh und erzähl von deinem Leid, aber nein, fress es nicht in dich rein. Geh und erzähl von deinem Leid, aber nein, fress es nicht in dich rein. Geh und erzähl von deinem Leid, aber nein, fress es nicht in dich rein. Dein geteiltes Leid ist halbes Leid, wow. Jetzt. Geh und erzähl von. Guck mal, wie er sich bewegt, Alter. Geh von deinem Leid, aber nein, fress es nicht. Und wie er float dabei. Dein geteiltes Leid ist halbes Leid, wow. Geh und erzähl von deinem Problem. Fress nicht in dich rein, du musst reden. Geh und erzähl von deinem Problem, aber friss nix in dich rein, du musst reden. Böse. Geh und erzähl von deinem Problem, friss nichts in dich rein, du musst reden. Red mit deinem Lehrer, deinen Freunden, den Sozialarbeitern, Pädagogen, Therapeuten, scheiß drauf, rede. Red mit deinen Eltern. Ja, alle, scheiß drauf, rede. Ja, genau, rede, Digga. Das ist Rede. Das ist das, was ich auch immer so schon immer predige. Reden. Es ist scheiß drauf, egal, er erzählt da 100 Leute auf und wenn die alle nicht da sind und du niemanden zum Reden hast, dann rede mit deinem Duschkopf. Erzähl es. Erzähl es deinem Duschkopf, was du für Probleme hast, Digga. So bekloppt du dir vorkommst, so, das muss raus. Nichts in dich rein, du musst reden. Red mit deinem Lehrer, deinen Freunden, den Sozialarbeitern, Pädagogen, Therapeuten, scheiß drauf, rede. Red mit deinen Eltern, deinen Nachbarn, deinen nächsten Freunden, wenn sie nicht wissen, was du hast, Echo, wird dir nicht geholfen. Red mit deiner Mama. Wenn sie nicht wissen, was du hast, wird dir nicht geholfen. Ja, das ist so. Red mit deinen Eltern, deinen Nachbarn, deinen nächsten Freunden, wenn sie nicht wissen, was du hast, Echo, wird dir nicht geholfen. Red mit deiner Mama, deiner Maus, die rede mit Gott, rede mit wem du auch immer reden willst, aber bitte rede. Ja, geil, Alter, es ist so fett. Es ist richtig Babo, auch diese Message. Hoffentlich, das soll mal Modus Mio knacken und in die Trends gehen, Alter. Das soll mal richtig, so eine Nummer. Aber ich finde es auch so geil, wie er rappt, weil es ist so, das ist so frei. Das ist, da könnte ich jetzt gerade wieder das Jay-Z-Beispiel bringen. So Flow like I'm 18, so mach mir keine Sorgen, so groß wie ich rapp einfach geil. Deine Maus, die rede mit Gott, rede mit wem du auch immer reden willst, aber bitte rede. Egal wie lang, wie lang das braucht, das sieht's in dich rein, dann lass es raus. Geteiltes Leid ist halbes Leid, das an irgendwas erinnert mich das aber auch gerade wieder, muss ich auch sagen, aber egal, ich find's nice. Ich find's nice. Geteiltes Leid ist halbes Leid, ich bin mit dir down, down, down. Ich bin mit dir down, down, down. Fett, einfach nur fett. Für so viele Kids und Jugendliche ist es so eine harte Motivation. Und es ist so wirklich, wenn es Fans von Nemo sehen oder den dadurch als Vorbild sehen und die Wert auf seine Meinung geben, dann ist es so wichtig, diese Dinge, die er anspricht. Ich finde es richtig nice gerade, richtig Sahne, Digga. Auch vom Rap und so, alles geil. Ich feiere das auch, wie der sich da bewegt und danced und so, diese Energie. Nice. Ich vergesse, was war, doch es holt mich wieder ein. Okay, schöner Beat Break, Alter. Ich vergesse, was war, doch es holt mich wieder ein. Ich hab euch dies getan, war doch unschuldig und klein. Digga, es wird episch gerade, richtig schön musikalisch gerade, Digga, mit dem Piano-Chords, die da reinkommen. Ich hab euch dies getan, war doch unschuldig und klein. Nein, ich wollte nie so sein.
wie du dich fühlst, denn ich weiß ja. Digga, war das eine Bridge oder ein Passtuck oder was war das? Nice! Er fühlt's halt auch to the fullest. Das ist auch dann immer bei mir so, ich liebe, ich komme halt übers Gefühl, ich bin halt ein Gefühlsmensch, so auch to the fullest, ne? Und auch wenn mir gefällt die Nummer jetzt mittlerweile, aber auch weil ich ihm ansehe, wie er es fühlt, wie er into it ist, Digga, und es so fühlt gerade. Fett. Ich weiß, wenn du dich fühlst, denn ich war selbst in deiner Lage. Ich auch, Digga, danke. Wollte nicht sein wie du und da hilft kein Glück. Ich weiß genau, wie du dich fühlst, denn ich war selbst in deiner Lage. Deine Familie packt dich zu Hause an, deshalb bist du auf Straße. Ja, du schämst dich, doch muss Freunde fragen, darf ich bald schlafen? Das Jugendamt ist Salam, jedoch du willst dir nichts sagen. Ja, sie warten. Ja, Digga, einfach nur dope. Ich könnte jetzt halt, das ist so ein Song, das ist wie wenn ich Sierra Kid oder so höre. Ich neige dann dazu, so nach jeder Zeile Stopp zu drücken und so. Und das, was er sagt, irgendwie in ein vergleichbares Szenario aus meinem Leben. Oder neben ein vergleichbares Szenario aus meinem Leben zu stellen und irgendwie das dann so ein bisschen zu erzählen, was ich erlebt habe. So. Aber das trifft schon zu. Also ich weiß auch, dass ich. Bei mir war nie das Jugendamt alarmiert oder so, ne? Aber ich weiß auch schon, dass meine Eltern, wenn sie nach Italien gefahren sind, in ihr Haus, dass sie oft gesagt haben, so, ey, wir wollen nicht, dass du bei uns lebst. Ne? Das soll jetzt gar nicht schlecht gegenüber meinen Eltern klingen. Also denk jetzt nicht, meine Eltern wären böse. Ich habe denen unglaublich viel angetan. Und das war so die Endstufe, weil sie sich selber nicht mehr zu helfen wussten, dass sie irgendwann gesagt haben, okay, wir können nichts anderes machen. Wir können unserem Sohn nicht mehr helfen. Wir kommen mit ihm nicht mehr klar. Einzige ist, wir müssen weg nach Italien. Und wir wollen aber nicht, dass du den Schlüssel hast und hier bei uns im Haus wohnst. Such dir einen Freund, wo du pennen kannst. So war das schon auch, ja. Ja, du schämst dich, doch muss Freunde fragen, darf ich bald schlafen? Das Jugendamt ist alarmiert, doch du willst dir nichts sagen. Die warten nach der Schule auf dich, fragen über Fragen. Wirst du von deinem Vater geschlagen? Du kannst uns alles sagen. Nein, ich werd euch gar nichts sagen, nichts von meinem Namen, keiner meiner Qualen. Oh, Digga! Vater geschlagen, du kannst uns alles sagen. Nein, ich werd euch gar nichts sagen, nichts von meinem Namen, keiner meiner Qualen. Ja, ich hätte keine Qual, es ist halt so. So bleiben wir groß, was können wir machen? Außer beten und hoffen, dass irgendwann klappt. Echo, was ist. Junge, das ist so krass. Das würde mich nicht wundern, wenn das für mich der krasseste Release heute ist. Ich find's mega. Und das muss ich jetzt auch mal so drunter kommentieren. Also das ist sick. Wirklich Hut ab, Alter. So werden wir groß, was können wir machen? Außer beten und wie auch Rap, Digga. So werden wir groß, was können wir machen? Außer. Ich hätte keine Qual, es ist halt so. So bleiben wir groß, was können wir machen? Außer beten und hoffen, dass irgendwann klappt. Echo, was ist das für eine Welt, wo ich nicht mal ich sein darf? Keep ich. Oh, ey, das ist so ein unsauberer Flow. Das ist so ein bisschen E40, Sugar-Free, Flow. Dieser drüber geredet, dieses gar nicht so auf Tightness geachtet, sondern einfach so drüber geredet ein bisschen. Aber kommt auch nice. Außer beten und hoffen, dass irgendwann klappt. Echo, was ist das für eine Welt, wo ich nicht mal ich sein darf? Was ist für eine Welt, wo ich nicht mal ich sein darf? Das ist so überhaupt nicht im Raster eigentlich drin, aber nice. Scheiß drauf. Hoffen, Flow like I'm 18. Echo, was ist das für eine Welt, wo ich nicht mal ich sein darf? Kind nicht mal Kind sein darf. Weil das die Eltern so entscheiden. Ja, ich kenne es, das Gefühl, wenn man in jungen Jahren schon an Depressionen leidet, da kommt den Eltern sich scheiden. Ja, ich weiß, die anderen Kinder wünschen sich eine Playstation unter Weihnachtsbaum und du nur eine Familie unter deinen. Egal. Boah, Digga, es ist so hardcore. Einfach down. Junge, ich sag dir ganz ehrlich, wenn ich damals in der Klapse, hey, gibt so einen Song, das wäre so ein Song, den hätte ich ständig gehört. Was ist das für eine unglaubliche Motivation? Das ist so hardcore, das ist so fett, Mann. Das ist einfach so fett. Guck mal, das fühle ich halt, das fühle ich fast gerade noch mehr als die Parts. So, wenn das Piano kommt, so down. Das würde mir so denken, danke, da ist jemand so. Das ist wie eine Umarmung, Alter. Hallo, Schatz! So down. Er fühlt so geil. So down. Ich finde es auch musikalisch richtig anspruchsvoll, muss ich sagen. So, es ist nicht einfach so, dass da jemand mal irgendwie einen Loop untereinander klemmt und hier mal ein paar Elemente aus dem Beat rausnimmt, da mal ein paar Elemente in den Beat reinlegt und bis sondern es ist richtig ein schöner Aufbau. Das ist Kunst für mich, hier gerade das Ding.
Komplett. Ey, das ist alles und gar nicht meine Mucke und ich sitze aber hier, ich fühl's voll. Das ist voll, passt alles. Jeder sechste Schüler, jede sechste Schülerin im Alter von 15 Jahren ist vom Mobbing betroffen. Soll ich euch mal was erzählen? Sogar ich wurde gemobbt. Das habe ich euch schon mal erzählt, gell? Ich war in der 6. Klasse und ich hoffe, dass alle, die gemobbt werden, jetzt hier sich ein bisschen stärker rausziehen können. Und auch da wissen, dass sie nicht allein sind und irgendwie die Kraft aufbringen können, da durchzuhalten und das durchzustehen. Ich weiß bis heute nicht, ob es ein hartes Mobbing war, was bei mir gemacht wurde, aber wenn ich wirklich drüber nachdenke, glaube ich schon, dass das schon satt war. Also es war schon heftig so. Ich habe früher so getan, als macht es mir nichts aus. Das war das erste Halbjahr in der 6. Klasse auf dem Gymnasium. Und das Schlimme war, dass es Freunde von mir waren. Also es waren Freunde, teilweise schon auch Freunde, mit denen ich in der Grundschule zusammen war. Und wir sind zusammen aufs Gymnasium dann gegangen. Und wir waren dann so eine Clique von 7 Leuten oder so, 7, 8 Leuten. Und irgendwann war bei diesen 7, 8 Leuten, ich weiß nicht, was genau der Grund war. Wir hatten einen Klassenkamerad, der hieß Lukas. Und wir haben so angefangen, das Wort Lukas als Beleidigung zu nehmen. So, ne? Wir haben zu den Leuten gesagt, du Lukas. Und wenn du zu einem gesagt hast, du Lukas, hast du direkt danach gesagt, du Lukas, immer ein Lukas mehr als du. Weil der andere gesagt hat, du bist ein Lukas mehr als ich. Und dann musst du sagen, du bist aber immer ein Lukas mehr als ich. Du bist immer mehr, ja, irgendwie so, immer ein Lukas mehr als ich. So, ne? Und dieser Lukas war halt auch in dieser Click. Und der, ich weiß nicht, ob das schon Mobbing war, wahrscheinlich schon. Und irgendwann hat sich das Blatt aber gewendet, dass die nicht mehr gesagt haben, du Lukas, sondern du Jannis. Und Jannis gegen mich, so, ne? Und ich kann mir das nicht erklären, warum das dann immer weiterging. Vielleicht, weil ich schon immer irgendwie laut war und immer, keine Ahnung, extrovertiert und offensiv und weiß ich nicht. Es ging dann aber so weit, dass die sich halt gegen mich gestellt haben, diese anderen Leute alle, wie gesagt, auch noch Freunde von mir, und haben dann so angefangen, du Jannis zu sagen. Und haben dann auch angefangen, so, wenn es Schneeballschlachten in der Schule gab oder so, dass alle auf mich gegangen sind, alle auf den Jannis und so, ne? Nie zusammengeboxt oder so, aber es war schon immer so dieses, der Jannis wird ausgegrenzt, so, ne? Und es wurde dann irgendwann so hart, dass es die PGJ gab. Und die PGJ, die haben eine Partei gegründet, so aus Spaß. Haha, guck mal, die gründen eine Partei, so dumm halt, ne? Und die Partei hieß PGJ und das hieß Partei gegen Jannis. Und es gab noch so Tage, da haben die sich auch so T-Shirts, ich weiß noch, so weiße T-Shirts, und da haben die einfach so PGJ draufgeschrieben, so T-Shirts, ne? Oder haben so ein Plakat gemalt mit PGJ und ist in die Schule aufgehängt, so, ne? Und es war für mich irgendwie immer so ein bisschen paradox, weil ich das erste Mal so mit Mobbing in Berührung kam und selber gar nicht so gerafft habe, dass ich jetzt womöglich gerade hier das vermeintliche Mobbing-Opfer bin. Und für mich war auch ein bisschen komisch, weil von diesen 7 Leuten war ich mit den meisten halt cool. Also wenn ich zuerst auf den Pausenhof kam und da war jetzt beispielsweise einer von diesen Leuten und man hat sich immer die Hand gegeben. Also ich bin auch morgens zu denen gegangen, haben so gechillt. Manche haben am Wochenende bei mir gepennt und so. Das war halt voll irgendwie so richtig gestörtes Verhältnis. Und haben mich abends angerufen und waren dann immer so cool. Am nächsten Tag, als die ganze Clique dann zusammen war, war halt immer so klar, okay, jetzt geht die ganze Dynamik gegen den Jannis. Und im Nachhinein, also ich habe dann, das hat sich dann geändert, das, so schnell wie es gekommen ist, war es dann auch irgendwie wieder vorbei. Aber ich weiß halt, dass ich oft derjenige war, der auf den es so Scherze gab. Also man hat sich dann vor mir versteckt und hat sich erschreckt oder hat mein Fahrrad versteckt. Oder es gab halt immer so, also, ja, lass mal den Jannis ein bisschen aufs Korn nehmen. So, hahaha, Jannis, PGJ und so, ne? Und irgendwann ging das auch wieder so, wie es gekommen ist, war es dann auch wieder weg. Das war dann morgens, weil wie gesagt, es war so einfach so ein Tag. Ich bin wieder morgens, wir hatten da so Tischtennisplatten und ich war halt manchmal, wenn ich früh war, habe ich mich auf die Tischtennisplatte gesetzt und da kam halt einer von diesen Jungs und irgendwie kamen dann die Nächsten und irgendwie wurde ich dann auf einmal nicht mehr gemobbt. Es war dann so vorbei. Aber ich weiß auch, dass es so hart war, kann ich mir jetzt, wenn ich so erzähle, erinnere, dass meine Mutter sogar in die Schule gekommen ist und es so bei den Klassen, hieß das Klassenstunden oder Klassenlehrerstunden? Wie hieß es nochmal, wo man dann so Themen an die Tafel malt? Da war auch auf jeden Fall oft PGJ so das Thema so, ne? Und da haben sich auch Mitschüler, lass den Jannis in Ruhe und bla bla. Und für mich war das aber immer so, ich wollte den coolen und glatten spielen, aber mir macht das nichts aus und so, ne? Ja.
Und ich finde es ganz schlimm, wenn Leute gemobbt werden. Ich finde es wirklich ganz schlimm, auch so jetzt auch aus eigener Erfahrung, weil ich glaube schon, dass das vielleicht hat das dazu beigetragen, dass ich mich manchmal minderwertig fühle oder fehl am Platz oder ungewollt oder abgestoßen oder einsam. Keiner weiß es, Digga. Es gibt bestimmt, wenn du hier 10 psychoanalytische Therapeuten hinstellst, von denen sagen mindestens 8, ja, das ist ein Grund, Herr Restle. Ja, mir tut es einfach unglaublich leid. Und ich verabscheue jeden, der mobbt und sich nur in der Gruppe stark fühlt und auf schwache Leute geht und sich dadurch irgendwie krass fühlt. Ich verabscheue jeden. Jeden von euch. Ja, und wenn ihr hier 100-mal reingesappt habt, ist mir scheißegal. Ich finde euch so abstoßend ekelhaft. Ohne Spaß. Und, ja, aber wie kam ich da rauf? Ach so, weil es hier stand. Verletzende Streitereien oder gar Gewalt mitzuerleben ist für Kinder sehr belastend. Vor allem, wenn sie nicht nachvollziehen können, was in ihrer Familie passiert. Das kann die Kinder ein Leben lang belasten. Was ein starkes Ding. Junge, Junge, Junge. Das ist Celine. Heute wäre Celine, also das war ein Fan von ihm, oder? Und warum ist sie gestorben? Also das war wirklich Babo. Wirklich, also das ist der, also so der erste Nemo-Song. Okay, nie wieder hat mich natürlich auch abgeholt, aber der hat mich richtig hart abgeholt, Alter. Muss ich wirklich sagen.